Grundrente. Ist der Datenabruf der deutschen Rentenversicherung bei der Finanzverwaltung rechtens? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Grundrente kommt zum 01.01.2021 mit einer umfassenden Einkommensprüfung und auch mit einem Datenabruf durch die deutsche Rentenversicherung gegenüber den Finanzbehörden. Der Datenabruf ist nichts weiteres, als dass hier personenbezogene Daten über ihre Finanzen von dem oder über Finanzen, Konten, Schließfächer und so weiter bei dem Bundeszentralamt für Finanzen durch die deutsche Rentenversicherung für den Grundrentenberechtigten und dessen Ehepartner abgerufen werden können. Und zwar praktisch erfolgt dieser Datenabruf in drei Schritten. Erstens Datenabruf bei den Finanzbehörden, dann zweitens eine schriftliche Erklärung des Betroffenen selbst und seines Ehegatten, was er für Kapitaleinkünfte hat. Und dann auch noch, und das ist das ganz Neue, die stichprobenartige Prüfung von Daten bei Banken und Finanzinstituten. Dazu hatten wir ja schon mal ein Video gedreht und Ihnen das mal kurz erläutert. Ist das jetzt rechtens, dass die deutsche Rentenversicherung diesen Datenabruf überhaupt durchführen darf? Ja, das ist rechtens. Und zwar, Rechtsgrundlage dafür ist unter anderem der Paragraph 151b Grundrentengesetzesentwurf und eine kleine Änderung in der Abgabenordnung. Und zwar im Paragraphen 98 Absatz A Abgabenordnung. Und genau in diesem Paragraph steht nämlich drin, dass die deutsche Rentenversicherung, also zukünftig drin, dass die deutsche Rentenversicherung hier im Rahmen der Erhebung oder der Berechnung des Grundrentenzuschlages von dem Bundeszentralamt für Finanzen Daten abrufen darf, die von Ihnen oder Ihrem Ehepartner bei den Finanzämtern und bei diesem Bundesamt gespeichert sind. Im Übrigen ist das eine gängige Praxis von anderen Sozialleistungsträgern. Da steht es nämlich auch in dem Paragraph 98 Absatz 8 Abgabenordnung geschrieben. Zum Beispiel der Klassiker: Jobcenter dürfen Daten abrufen, Wohngeldämter, Sozialhilfeämter und auch Asylbewerberleistungsämter dürfen Daten bei dem Bundeszentralamt abrufen, um zu wissen, was hat der Anspruchs Steller für Einkünfte. Ja, die deutsche Rentenversicherung darf Daten abrufen. Die Rechtsgrundlage ist der Paragraph 98 Absatz 8 Abgabenordnung und Paragraph 151b SGB VI in der Fassung Grundrentengesetz vom 21. Februar 2020. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.